Grüßt euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial zeige ich euch heute, wie man eine Eisschraube als Fixpunkt im Eis setzt. Auf blanken Gletschern und im Eis bietet sich ein Fixpunkt mit einer Eisschraube an. Mit meinem Pickel kratze ich das softe Eis so lange weg, bis ich eine ca. 20 auf 20 cm große Fläche auf festem Gletschereis freigelegt habe. Nun setze ich meine Eisschraube senkrecht ins Eis. Bei schattigen Minustemperaturen kann diese leicht in Zugrichtung gekippt werden, um noch höhere Haltekräfte zu erreichen. Wichtig: Achte auf das Einklappen der Kurbel. Ein kleiner Tipp: Investiere in eine Eisschraube mit Kurbel, das spart Zeit und Kraft. Die universellste Länge bei Eisschrauben liegt bei 17 cm. Der Fixpunkt mit einer Eisschraube ist vielseitig in der Verwendung, als Standplatz, zum Abseilen, Sichern und zur Spaltenbergung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.